Ich stehe hier mit Martin Strunk, dem Projektleiter von 2DD, dem Projekt, das die Einführung des DevOps-Produktionsmodells für die Deutsche Bahn vorantreibt. Martin, vielen Dank, dass du da bist. Hallo Julia. Ja, die erste Frage, die mich brennend interessiert: Warum ist DevOps für die Deutsche Bahn so wichtig? Ja, als Deutsche Bahn wollen wir besser werden. Wir müssen allerdings auch besser werden. Themen wie Pünktlichkeit, Qualität, Kundenorientierung, das sind ja Themen, die uns im Konzern umtreiben. Nun ist es so, dass viele dieser Themen nicht nur durch IT gestützt werden, sondern zunehmend digital sind. Und wenn sie es noch nicht sind, dann werden sie digital werden. Ob es jetzt Themen wie Fahrplankonstruktion, Disposition von Personen oder Zügen oder der Verkauf von Tickets, Reservierungen etc. ist, all das sind zunehmend digitale Prozesse, und deswegen müssen wir den Prozess der IT-Wertschöpfungskette von vorne, wo das Business die Ideen hat, bis hinten in Produktion, wo es dann für den Anwender verfügbar ist, diesen Prozess so schlank, so lean wie möglich gestalten, damit wir den effizient, schnell durchführen können. Das heißt, wir müssen den IT-Wertschöpfungsprozess in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Und wie setzen wir DevOps bei der Deutschen Bahn um? Ja, als DB Systel kommen wir klassisch aus dem Projektgeschäft, wo Softwareentwicklungsprojekte gemacht werden, und auf der anderen Seite den Betriebsbereich, wo die Applikationen betrieben werden. Was wir jetzt machen, ist ein neues Produktionsmodell einzuführen, ergänzend, was nach der Prämisse You Build It, You Run It funktioniert. Das heißt, keine Trennung mehr von Entwicklung auf der einen Seite, Dev und Ops-Betrieb auf der anderen Seite, sondern ein Team entwickelt und betreibt eine IT-Anwendung oder einen IT-Service selbst als eine Einheit. Mhm. Dazu haben wir Handlungsfelder, und zwar vier. Ich fange mal mit dem einfachsten an, das ist das Thema Cloud. Wir haben jetzt als Deutsche Bahn zwei Cloud-Provider, AWS und Azure von Amazon und Microsoft, und diese Möglichkeiten, die uns die Cloud bietet, die wollen wir natürlich auch nutzen im Entwicklungs- und Betriebsprozess. Das zweite Handlungsfeld ist Architektur, weil die Architekturen, die monolithischen Architekturen, die wir bisher eingesetzt haben, die greifen nicht mehr in der Cloud. Da müssen wir auch neue Architekturen lernen, die für die Cloud gemacht und gedacht sind. Wir setzen sehr stark auf Containertechnologie. Das ist ein Handlungsfeld, wo wir auch noch einige Fähigkeiten aufbauen müssen. Das dritte Handlungsfeld ist Automation. Wir wollen alles automatisieren entlang der IT-Wertschöpfungskette, was sich automatisieren lässt. Wir wollen Continuous Delivery breit einführen. Und als viertes Handlungsfeld, und das wahrscheinlich das Schwierigste, ist Zusammenarbeit, Arbeitsweise. Wir müssen in den Teams anders arbeiten, wo jetzt nicht mehr Entwicklung und Betrieb getrennt sind. Aber auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden verändert sich. Natürlich müssen wir agil arbeiten, in kleinen Schritten, iterativ. Und da haben wir eine Vielzahl von Aktivitäten und Hausaufgaben zu erledigen. Und was tun wir konkret, um dies zu realisieren? Ja, wir stellen in 2DD natürlich die DevOps-Teams in den Mittelpunkt und fragen, was die brauchen, damit sie dieses Produktionsmodell leben können. Und das sind organisatorische Rahmenbedingungen, die wir verändern müssen. Das sind auch technische Rahmenbedingungen. Diese DevOps-Teams brauchen ein paar Werkzeuge und Tools, die es bisher noch nicht gab, um zum Beispiel eine Continuous Delivery Pipeline zu bauen. Aber es sind auch kulturelle Dinge bis hin zu vertraglichen Dingen, also ein ganzer Blumenstrauß an Rahmenbedingungen, die wir ändern müssen, damit wir DevOps-Teams haben, die erfolgreich beim Kunden sein können, die wir auch unterstützen durch Coaches. Das heißt, die DevOps-Teams, das sind unsere zentralen, wenn man so will, Kunden, die wir in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Und welche Vorteile ergeben sich dadurch für die Deutsche Bahn? Der Hauptvorteil, den wir sehen und jetzt auch nachweisen können, ist das Thema Time to Market, also Geschwindigkeit. Wo wir früher vielleicht noch mit dem Fahrplanwechsel ein großes Release zweimal im Jahr hatten, sind wir in DevOps-Teams mittlerweile in der Lage, zweimal am Tag zu liefern, routinemäßig, vollautomatisiert bis in Produktion. Und mit dieser Fähigkeit sind wir natürlich in der Lage, sehr viel schneller auf Kundenanforderungen zu reagieren, aber auch sehr viel schneller auf
Security Concerns, also wo wir eine Sicherheitslücke finden und darauf reagieren müssen. Da sind wir jetzt sehr, sehr schnell handlungsfähig und dadurch flexibel und agil. Ein wichtiges strategisches Thema für die Deutsche Bahn. Martin, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung und vielen Dank für das Interview. Dankeschön, gerne.